So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Livestream im Android-Kurs für die VHB, mobile Apps für Androids. Da sind Sie an der richtigen Stelle, wenn Sie sich jetzt hier an diesen Kurs erinnern, beziehungsweise wenn Ihnen dieser Kurstitel bekannt vorkommt. Wie immer darf ich Sie ganz, ganz herzlich begrüßen und wie immer können Sie auch kurz Hallo sagen, schreiben Sie was in den Chat rein. Sagen Sie mir einfach nur, dass Sie da sind. Sagen Sie mir vielleicht auch, ob man mich gut verstehen kann, ob es zu leise, zu laut ist, ob Sie mich vielleicht sogar sehen können. Damit das nicht so schlimm wird wie beim letzten Mal, wo Sie mich dann stundenlang nur gesehen und nicht gehört haben, meine Bitte an Sie, sagen Sie mir Bescheid, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert. Also wenn Sie mich nicht mehr hören oder nicht mehr sehen oder beides, dann schreiben Sie kurz was in den Chat rein. Ich habe immer ein Auge auf den Chat und versuche das dann schnell zu korrigieren. Was haben wir heute vor? Wir sprechen heute über die Aufgabe, an der viele von Ihnen im Moment arbeiten, nämlich diesen kleinen Einheitenkonverter. Wir haben Ihnen ja eine Aufgabe gestellt, die relativ frei war. Sie sollten aus dem Nichts mit einem leeren Projekt eine App bauen, in der Nutzer und Nutzerinnen Werte umrechnen können, die zu bestimmten Größen gehören. Ich gebe 1 Meter ein und kriege dann angezeigt, dass das wohl offensichtlich 100 Zentimeter, 0,001 Kilometer oder 1000 Millimeter sind. Also sowas in diese Richtung sollten Sie bauen. Und weil jetzt langsam die Abgabe naht, habe ich mir gedacht, frage ich Sie zumindest mal, ob Sie ein bisschen über diese Aufgabe sprechen möchten. Und da die meisten von Ihnen im Discord das bejaht haben, machen wir das heute auch. Ich würde vorschlagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich möchte im Wesentlichen 2 Sachen mit Ihnen machen. Ich möchte am Anfang, oder drei, ich möchte am Anfang nochmal ganz kurz zusammenfassen, um was es eigentlich geht. Vielleicht auch für die, die nicht an der Aufgabe arbeiten oder vielleicht sogar noch gar nicht angefangen haben. Also kurz mal zusammenfassen, um was es in dieser intendierten App eigentlich geht. Dann möchte ich gerne mit Ihnen kurz besprechen, was es so für größere Aufgaben innerhalb dieser Lösung oder innerhalb dieser Anwendung, innerhalb dieser Aufgabe gibt. Und dann widmen wir uns aber, da haben Sie ja auch abgestimmt, diesem eher technischen Thema, wie wir denn mit dieser Konvertierungsaufgabe eigentlich umgehen. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet und was ich dann mit Ihnen implementieren werde, ist so eine Grundlage, wie Sie Einheiten so aus dem SI-Bereich für Längen, Geschwindigkeiten, Temperaturen so in Ihrer Anwendung modellieren können, dass das möglichst leicht dann am Ende Ihnen und beziehungsweise dann auch den Nutzern und Nutzerinnen gemacht wird, zwischen diesen Einheiten, die zu einer bestimmten Größe gehören, hin und her zu wechseln. Also das versuchen wir heute zu implementieren. Dann haben Sie so eine technische Grundlage, mit der Sie die Aufgabe angehen können. Und natürlich, alles, was wir hier machen, können Sie auch verwenden. Mein Angebot wäre jetzt, ich zeige Ihnen durchaus ein bisschen was. Ich programmiere auch relativ viel mit Ihnen. Ich werde jetzt wahrscheinlich keinen Code Ihnen nochmal direkt zum Copy and Pasten anbieten. Das heißt, Sie müssten das dann schon nochmal selber nachimplementieren, aber Sie sehen im Video ganz, ganz viel. Lassen Sie uns mal einen Blick auf die Aufgabe werfen, damit alle auch wissen, um was es tatsächlich geht. Sie bauen in dieser Aufgabe eine App und die App funktioniert so: Nutzer und Nutzerinnen geben irgendetwas ein, was einen messbaren Wert darstellt. Also zum Beispiel sowas wie eine Längenangabe, eine Geschwindigkeitsangabe oder eine Temperatur. Und die App kennt dann zu jeder dieser Kategorien verschiedene Maßeinheiten. Also die App weiß, dass man Länge in vielleicht sowas wie Millimetern, Zentimetern, Kilometern und so weiter angeben kann. Die Nutzer und Nutzerinnen, die definieren eine Ausgangseinheit, sagen also, diese Längenangabe, die ich eingegeben habe, das sind 2 Meter. Und was die App dann macht, die rechnet alle ihr bekannten anderen kompatiblen Werte aus für diese Eingabe. Also das ist die Idee von dieser App. Das muss auch nicht großartig kompliziert gestaltet sein. Sie müssen sich da auch nicht verausgaben, was die verschiedenen Ausgangseinheiten angeht. Sie sollen erstmal so ein Proof of Concept für diese Anwendung an sich liefern. Wie könnte sowas ausschauen?
Sie könnten sich überlegen, was sind denn so die Kategorien, die in meiner App unterstützt werden sollten. Und dann sagen Sie vielleicht, ich erlaube es, Distanz, Geschwindigkeit, Zeit und Temperatur umzurechnen. Und dann sollten Sie den Nutzern und Nutzerinnen die Möglichkeit geben, in diese verschiedenen Kategorien zu wechseln. Es macht immer nur Sinn, wenn ich einen Wert eingebe, dass ich dann auch die korrespondierenden umgerechneten Werten für diese Einheit oder für diese Größeneinheit tatsächlich finde. Es macht wenig Sinn, wenn die Nutzer und Nutzerinnen 1 Kilometer eingeben, daraus irgendwelche Geschwindigkeiten, Zeiten oder Temperaturen abzuleiten. Das heißt, am Anfang steht diese Auswahl, was für eine Art von Ding möchte ich umrechnen. Das sind dann vielleicht Größen, könnte man sagen. Und die Ebene drunter, unter Distanz, das sind dann die eigentlichen Einheiten. Da ist dann sowas zusammengefasst wie zum Beispiel Meter, Zentimeter, Millimeter, Kilometer. Alles, was zu dieser Oberkategorie dann Distanz oder Länge gehört. Wenn die Nutzer und Nutzerinnen das ausgewählt haben, dann könnten die zum Beispiel in so eine zweite Activity kommen. Da gibt es dann ein Eingabefeld, wo ich den eigentlichen Wert eingeben kann. Also da tippe ich dann, jetzt sind wir bei Geschwindigkeiten, meine 20 Meter pro Sekunde ein oder 20, wähle dann aus diesem Dropdown-Menü, was ich jetzt als Lösungsvorschlag skizziert habe, das kann man sicherlich auch anders machen. Die Einheit aus, in dem Fall Meter pro Sekunde oder Meter in Sekunde, und dann würde als Reaktion darauf die App diese verschiedenen umgerechneten Einheiten, also für 10 Meter pro Sekunde dann zum Beispiel 36 km/h, das Ganze in Meilenknoten und so weiter angeben. Also das wäre die grundsätzliche Idee. Wir haben eine App, die kann Einheiten umrechnen. Die Einheiten gehören zu verschiedenen Kategorien. Sie wählen eine dieser Kategorien als Nutzer, Nutzerin aus, geben was ein, kriegen Feedback in Form von den möglichen Werten der anderen bekannten Einheiten für diese Kategorie. Okay. Soweit, so gut. Dieses grundsätzliche Konzept, auch von denen, für die Leute, die sich jetzt noch nicht mit der Aufgabe beschäftigt haben, so halbwegs verstanden. Geben Sie mal Rückmeldung im Chat, schreiben Sie mal eins rein, wenn Sie sagen, ja, ich habe ungefähr verstanden, um was es in dieser Aufgabe geht, und fünf, ich habe keinen Plan, um was es hier geht. Also wenn Sie da mal so ein kurzes Feedback geben, dann weiß ich auch, wo Sie stehen. Okay. Das schaut doch schon mal gut aus. Dann würde ich vorschlagen, als nächsten Schritt schauen wir uns 1 Minute lang mal eine fertige Lösung für die App an. Dazu glaube ich, müsste das dieser Screen sein. Ja. Wenn man schon fertig ist, dann helfen Sie uns einfach dabei, die Lösung zu implementieren. Ich glaube, dann haben Sie guten Input für die Fragen, die wir uns so stellen. Und je nachdem, was wir so machen, können Sie ja theoretisch auch noch Ihre Lösung updaten bzw. aktualisieren. Aber hauptsächlich sollten Sie, wenn Sie sich schon viel mit der Aufgabe beschäftigt haben, vielleicht einfach ein bisschen Input liefern. Okay, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie so eine ganz einfache Variante von dieser App ausschauen kann. Ich habe hier rechts im Emulator die schon mal laufen. Das ist jetzt keine besonders hübsche App und es ist auch keine besonders perfekte App, was die Gebrauchstauglichkeit angeht, aber die macht so ungefähr, was sie soll. Wenn Sie das so ungefähr so wie hier implementieren, vielleicht ein bisschen weniger umfangreich oder vielleicht ein bisschen schöner, dann ist das auch so das, was wir uns als Lösung vorstellen. Was habe ich gemacht? Ich habe drei Kategorien an Einheiten in der App untergebracht: Länge, Zeit und Masse. Ich habe das über so eine Bottom Navigation gelöst. Da kann ich Ihnen auch noch mal ein bisschen was verlinken, wie man das macht mit Fragments und so einem Navigation Graph. Das ist relativ leicht in Android, wenn man da mal hintergestiegen ist. Man muss aber wissen, dass es das überhaupt gibt. Über diese drei Bottom Navigation Buttons kann ich zwischen diesen Kategorien hin und her wechseln. Und wenn ich dann zum Beispiel in dieser Zeiteinheit bin oder in der Längeneinheit, dann gebe ich hier meinen umzurechnenden Wert ein. Also sagen wir mal
Wir haben 13,37 Meter. Und was macht meine App dann? Die zeigt hier für die ihr bekannten Einheiten Millimeter, Zentimeter, Meter und Kilometer die jeweils umgerechneten Werte an. Wenn ich das jetzt hier wechsle, dann ändern sich auch die Werte. Sie sehen, ich habe das hier noch nicht perfekt gemacht. Da könnte man sicherlich noch ein bisschen runden, die Ausgabe formatieren. Aber das ist so ungefähr die Idee, die Sie implementieren sollen. App öffnet sich, ich gebe einen Wert ein. Ich habe vorher gesagt, zu welcher Kategorie dieser Wert gehört, was mich interessiert. Ich sage, in welcher Einheit der Eingabewert vorliegt und dann kriege ich die Ausgabewerte angezeigt. So, das ist das, was wir als Zielvorstellung haben. Und jetzt stellt sich die Frage, was müssen Sie jetzt in dieser Aufgabe machen? Wenn Sie jetzt schon relativ weit sind, dann werden Sie sicherlich auch gemerkt haben, dass es eigentlich zwei grundsätzliche Aufgaben sind, die Sie in dieser Aufgabe oder in dieser Anwendung lösen müssen. Sie müssen einmal dafür sorgen, dass Sie diese, sollte man die Werte runden oder ein bestimmter an, egal ist es nicht, also ich beantworte jetzt immer direkt die Fragen, die kommen, weil es geht ja so ein bisschen um Ihre Aufgabe. Egal ist das bestimmt nicht, aber ich kann Ihnen das jetzt nicht, also ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, was besser ist. Das sollten Sie sich überlegen, was für Ihre App besser ist. Runden oder auf bestimmte Nachkommastellen abhaken. Ich nehme an, Sie meinen wahrscheinlich oder wo ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass Sie sich Gedanken darüber machen, ob es besser ist, dass das irgendwie ein möglichst genauer Wert ist, der dann irgendwann abgeschnitten ist, oder ob es ein gerundeter Wert ist, der dann besser dort angezeigt wird. Das würde ich Ihnen überlassen. Ich würde Sie dann nur bitten, dass Sie sich überlegen, was heißt denn das dann für das User-Interface? Also wenn Sie zum Beispiel runden, dann würde ich vorschlagen, dass Sie das irgendwie kennzeichnen. Also zum Beispiel circa oder so davor schreiben oder es irgendwie anders den Nutzern und Nutzerinnen mitteilen, dass das ein gerundeter Wert ist. Und wenn der abgeschnitten ist, der Wert, also wenn Sie irgendwie die Nachkommastelle, die x-te, dann nicht mehr anzeigen, dann könnten Sie ja irgendwie so ein Punkt, 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 so eine Ellipse, Auslassungszeichen oder sowas verwenden. Also nur habe ich jetzt keine eindeutige Antwort, was besser ist. Das überlegen Sie sich, das ist auch die Idee von der Aufgabe. Sie machen sich über solche Sachen Gedanken. Dann entscheiden Sie jetzt, was Sie besser finden, und dann versuchen Sie das sinnvoll umzusetzen, indem Sie irgendwie so einen kleinen Indikator einbauen, haben Sie jetzt gerundet oder haben Sie jetzt einfach nur den Wert an einer bestimmten Stelle abgeschnitten. Beantwortet das so ungefähr die Frage? Okay, perfekt. Das, was Sie jetzt gefragt haben, das ist, glaube ich, so eine ist eine Frage, die genau diese beiden Aspekte auch betrifft, die ich meine. Nämlich erstens müssen Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie dieses Technische im Hintergrund lösen. Also wie bilden Sie Ihre Einheiten ab? Wie konvertieren Sie zwischen den Eingaben und den intendierten Ausgaben hin und her? Das ist eine Sache, das spielt sich unterhalb des User Interfaces ab. Und da ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wie implementieren wir möglichst gut diese Umrechnung, diese Konvertierung? Und das andere ist, wie schaffen wir es, ein gebrauchstaugliches User Interface zu bauen? Also wie ist die Eingabe möglichst einfach? Wie ist die Ausgabe möglichst offensichtlich? Wie denken wir über solche Sachen nach, die jetzt gerade gefragt worden sind? Wie zeigen wir die Ergebnisse möglichst so an, dass da keine Interpretationsfehler oder so passieren können. Das sind die beiden Sachen, über die wir Gedanken uns machen müssen. Und da gibt es natürlich eine Überschneidung irgendwo. Zum Beispiel bei dem, was wir jetzt besprochen haben. Wenn es um dieses Runden oder dieses Anzeigen der Ergebnisse angeht, das ist irgendwas, was im Hintergrund passiert, während die Konvertierung stattfindet oder zumindest irgendwo so in diesem Kontext stattfindet, und gleichzeitig ist das auch was das User Interface betrifft, weil da die Ergebnisse angezeigt werden müssen und sie vielleicht dann noch zusätzliche Informationen zur Interpretation dieser Ergebnisse liefern müssen. Was wir jetzt machen werden ist, wir beschäftigen uns heute mit diesem zweiten Teil, mit der Konvertierung. Und da würde ich Ihnen einfach gerne einen Lösungsvorschlag zeigen oder den gemeinsam mit Ihnen entwickeln, der, solange Sie sich mit so physikalischen Einheiten beschäftigen,
Also tatsächlich sowas wie Länge, Masse, Zeit, was gibt es noch? Temperatur, Druck oder so. Wenn Sie sich damit beschäftigen, relativ gut funktioniert. Also das, was wir jetzt heute machen, geht so ein bisschen in diese Richtung. Wir haben eine App, die eher für den physikalischen Bereich gedacht ist oder für ja, greifbare, messbare Einheiten, die im Idealfall auch vielleicht standardisiert sind. Ich habe Ihnen ja den Artikel zu SI-Einheiten nochmal gepostet, den Sie sich durchlesen sollten. Dann funktioniert das gut. Wenn Sie jetzt irgendwie eine App haben, die ganz andere Dinge vielleicht umrechnet, fällt mir jetzt spontan, da bin ich heute unkreativ, gar nicht so viel ein. Aber wenn Sie jetzt irgendwie die App geplant haben mit Einheiten, die sich nicht so kategorisieren lassen und die vielleicht außerhalb von dieser physikalischen Welt, dieser SI-Welt sind, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber für diesen eher einfachen Fall mit den gut umrechnenbaren Einheiten, da kriegen wir jetzt heute eine ganz gute Lösung hin. Und ich würde gerne mal anfangen damit, dass wir uns so ein bisschen Gedanken darüber machen, was eigentlich das Problem beim Konvertieren ist. Und dazu baue ich jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen um. Weil ich mein Whiteboard brauche. Und so. Sehen Sie, was ich schönes zeichne? Den Kreis. Schreiben wir mal kurz in den Chat rein, ob Sie was sehen. Perfekt. Okay, dann lösche ich das mal. Und wir fangen mal an, uns ein bisschen grafisch vorzustellen, was eigentlich unsere Aufgabe ist. Und ich mache jetzt das mal mit diesem Längenbeispiel. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das das Einzige ist, was funktionieren wird, aber das ist, glaube ich, ein ganz gut greifbares Beispiel. Nehmen wir mal an, die Nutzer und Nutzerinnen öffnen unsere App und die geben dann irgendwo ein Zentimeter. Was ist das, was wir. Kurz den Stift vielleicht ein bisschen dünner. So. Also, Nutzer und Nutzerinnen geben ein Zentimeter in die App ein. Was ist das, was wir als Ausgabe generieren wollen? Wir wollen wahrscheinlich sowas anzeigen wie 10 Millimeter, 0,01 Meter oder 0,0001 Kilometer. Wenn ich mich jetzt irgendwie verrechne oder so, immer gleich in den Chat reinschreiben. Das ist das, was wir ausgehend von dieser Eingabe, das ist der Input, das ist der Output, in der App generieren möchten. Und was wir als Ausgangssituation haben oder was wir so als Prämisse haben, ist, dass diese Einheiten, um die es geht, irgendwas miteinander zu tun haben, dass die irgendwie zu einer kompatiblen Kategorie gehören. Also wir rechnen nochmal nicht irgendwie Zentimeter in Stunden oder sowas um, sondern wir bewegen uns innerhalb dieser App immer in einer bestimmten Kategorie an Einheiten. Und das sind jetzt in unserem Fall Längenangaben. Also Längen ist das, um das es bei uns geht. Und um von 1 Zentimeter zu den entsprechenden Millimetern, Metern oder Kilometerangaben zu kommen, da verrate ich Ihnen jetzt wahrscheinlich nichts Neues, müssen wir Umrechnungsfaktoren berücksichtigen. Also wenn wir zum Beispiel von Zentimeter zu Millimeter kommen wollen, müssen wir was machen? Da müssen wir den Wert mit 10 multiplizieren. Wenn wir von Zentimetern zu Metern kommen wollen, müssen wir den Wert durch 100 teilen. Und wenn wir von Zentimetern zu Kilometern kommen wollen, dann müssen wir den Wert, glaube ich, durch 100.000 teilen, oder? Müsste das ungefähr 100.000 müssten es sein, oder? Rechnen Sie mal schnell im Kopf mit. Ja, 100.000 müssten das sein. Okay, also das sind Umrechnungsfaktoren, die kennen wir. Wir könnten uns jetzt irgendwie in Java Code schreiben, der
ganz, ganz viele Methoden beinhaltet, from Centimeter to Millimeter oder so. Und dann schreiben wir da irgendwie diesen Umrechnungsfaktor rein. Vielleicht können wir das auch irgendwie schöner mit Konstanten oder sowas machen. Und dann könnten wir dieses Problem irgendwie lösen. Das grundsätzliche Problem ist aber, dass das unglaublich komplex wird, dieses Hin- und Herrechnen, wenn wir mehr als zwei oder drei Einheiten haben. Wir können uns ja mal überlegen, wie viele Umrechnungsfaktoren müssten wir irgendwie kennen, wenn wir diese vier Einheiten haben: Millimeter, Zentimeter, Meter, Kilometer. Ich schreibe das mal auf. Also ich schreibe mir mal auf, ich habe Millimeter, Zentimeter, Meter und Kilometer. Und die möchte ich umrechnen in Millimeter, Zentimeter, Kilometer und, oh, sorry, Meter und Kilometer. Da habe ich irgendwie so eine Kreuztabelle und da kann ich mir die Faktoren reinschreiben, die ich brauche. Also zum Beispiel von Zentimeter nach Millimeter ist das dieses mal 10. Von Meter nach Millimeter ist es durch 1000, von Kilometer in Millimeter wäre es irgendwie durch 1 Million. Und das könnte ich jetzt überall ausfüllen. Und dann wird man irgendwann zu der Erkenntnis kommen, ich brauche irgendwie mal angenommen, dass ich das bidirektional benutzen kann, also dass ich diesen Umrechnungsfaktor hier für Zentimeter nach Millimeter in die andere Richtung auch benutzen kann, indem ich das vielleicht einfach nur invertiere, das Vorzeichen. Dann würde ich wahrscheinlich irgendwie zu einer Menge an Konvertierungsmethoden kommen von n mal n minus 1. Klingt jetzt irgendwie nicht so schwierig, das könnte man wahrscheinlich noch hart irgendwie encodieren, aber wenn ich die App so gestalten möchte, dass ich vielleicht neue Einheiten hinzunehmen möchte, also vielleicht führe ich noch sowas ein wie nautische Meilen, Seemeilen, dann wird nochmal so eine Spalte und eine Zeile dazukommen und vielleicht wollen Sie da noch, weiß ich nicht, Lichtjahre oder sowas reinbauen. Also irgendwelche weiteren Einheiten für Länge und dann kommen Sie irgendwann dazu, dass dieses ständige Rumrechnen und dieses ständige Hinzufügen von neuen Konvertierungsregeln für diese ganzen Einheiten untereinander ziemlich aufwendig ist. Und das versuche ich jetzt mit Ihnen ein bisschen zu lösen. Und dazu gibt es eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die wir ausnutzen können. Und das ist die, dass es ein großes internationales Institut gibt, das für Standardisierung in allen möglichen Belangen arbeitet. Und dieses Institut standardisiert unter anderem auch Größeneinheiten für die physikalische Welt. Also SI-Einheiten, sagt Ihnen das was? Schreiben Sie mal in den Chat rein, ja, nein, ob Sie diesen Begriff SI-Einheiten vor heute Mittag, als ich Ihnen diesen Wikipedia-Artikel gepostet habe, schon mal gehört haben. Also die meisten von Ihnen haben das bestimmt schon mal gehört. Das ist ja, nehme ich mal an, immer noch so Schulstoff im Physikunterricht, wird man das bestimmt irgendwie behandeln. Und was ist dieses, was ist diese, wie können wir diese SI-Einheiten ausnutzen? Wir können die deshalb ausnutzen, weil es nicht nur irgendwelche SI-Einheiten gibt, die man so verwenden kann, sondern es gibt für alle möglichen Größen auch eine SI-Basiseinheit. Das ist die Einheit, mit der eine bestimmte physikalische Kategorie, eine bestimmte Größe gemessen wird. Und wenn wir bei den Längen sind, dann gibt es, ich glaube, das stimmt nicht mehr so hundertprozentig, aber ich verwende das jetzt trotzdem nochmal weiter, gibt es den Meter oder das Meter. Das ist die SI-Basiseinheit für, zumindest jetzt uns, für Längen. Und die Idee von so einer SI-Basiseinheit ist, dass wir alle anderen Einheiten, die es so gibt, Millimeter, Zentimeter, Kilometer, meinetwegen auch nautische Meilen oder so, auf diese SI-Basiseinheit Meter beziehen können.
Und dann haben wir nur noch einen Faktor, auf den wir diese ganzen anderen Einheiten beziehen müssen. Und wir müssen nicht ständig alle möglichen Kreuzpaarungen von Kilometer nach nautische Meilen und von Meter nach Zentimeter umrechnen, sondern was wir uns jetzt zunutze machen werden, ist, dass es diese Basiseinheit Meter gibt. Und wir werden in unserer App versuchen, alles, was irgendwie mit Einheiten zu tun hat, wir werden bestimmt irgendwo eine Klasse oder ein Enum haben, wo dann der Millimeter und der Zentimeter und der Kilometer auftaucht. Und wir werden dafür sorgen, dass wir die immer zu einem Meter umrechnen können, damit wir den Bezug zur Basiseinheit haben und auch wieder aus einer Basiseinheit heraus Millimeter, Zentimeter und Kilometer. Und jetzt hört ihr mein Whiteboard auf, aber Sie können sich das vielleicht vorstellen, wie es da weitergehen soll, umrechnen können. Das heißt, wir nutzen diese SI-Basiseinheit so als Vermittler zwischen den verschiedenen Einheiten. Ich werde nicht mehr für alle Einheiten, die ich irgendwo habe, diese wechselseitige Umrechnung implementieren, sondern was ich gleich mit Ihnen implementieren werde, ist erstmal ganz, ganz viel formaler drumherum Code, damit wir diese ganzen Sachen in diesem Konzept SI abbilden können, diese ganzen Einheiten. Und dann, wenn wir bei den einzelnen Einheiten sind, wie stellen wir uns in unserer App den Kilometern, Millimetern, Zentimeter, aber auch sowas wie ein Kilogramm, ein Gramm, eine Sekunde, eine Stunde und so weiter vor, werden wir uns genau diese SI-Basiseinheiten zunutze machen und wir implementieren immer für jeden für jede Einheit, die wir innerhalb unserer App haben, nur die Umrechnung in diese SI-Basiseinheit und aus dieser SI-Basiseinheit wieder zurück. Und damit lassen wir unsere App dann unglaublich leicht erweiterbar machen, weil wenn Sie dann zum Beispiel jetzt die App so implementieren, wie wir das machen, und dann wirklich diese nautische Meile oder meinetwegen auch irgendwelche Nicht-SI-Einheiten, nautische Meile ist wahrscheinlich auch keine SI-Einheit, aber irgendwelche ganz wirren Sachen wie irgendwie eine Regensburger Elle oder so mit benutzen möchten, dann müssen Sie immer nur diesen Weg in die SI-Basiseinheit, also wie viel Ellen sind ein Meter, beziehungsweise wie viele Meter sind Ellen und aus dieser SI-Basiseinheit wieder raus umrechnen. Weil dann können Sie nämlich, wenn Sie dann von nautischen Meilen nach Zentimeter kommen wollen, diesen Weg nicht mehr direkt gehen. Wir implementieren keine direkte Konvertierung, sondern wir machen aus den nautischen Meilen Meter und aus den Meter dann Zentimetern. Und über diesen Umweg haben wir dann auch die Umrechnung von nautischen Meilen nach Zentimetern hinbekommen. Also wir nutzen diese SI-Einheiten so als, nicht Single Point of Truth, aber als Schlüssel für die Umrechnung insgesamt innerhalb unserer Anwendung. Und das würde ich jetzt gerne mit Ihnen implementieren. Und das mache ich jetzt Schritt für Schritt mit starten auch meinetwegen gerne mit einem neuen Android-Projekt. Vorher noch mal ganz kurz die Frage, haben Sie oder konnten Sie diesen Ansatz jetzt so ungefähr nachvollziehen? Also haben Sie so eine grobe Idee, in welche Richtung das gehen könnte? Wir bilden jetzt in unserem Code ganz, ganz viele Einheiten unterschiedlicher Kategorien ab und wir versuchen immer mit so einer Schlüsseleinheit die Umrechnung oder um eine Schlüsseleinheit herum die Umrechnung zu implementieren. Und wir nutzen dazu die Tatsache, dass es für die meisten von diesen Kategorien diese Basiseinheiten gibt. Macht das, ergibt das für Sie Sinn? Und würden Sie sagen, auch wenn Sie sich vielleicht noch nicht hundertprozentig vorstellen können, wie das im Code ausschaut, kann ich nachvollziehen, scheint irgendwie ein halbwegs schlüssiger Plan zu sein. Schreiben Sie mal ja in den Chat, wenn es so ist, und nein, wenn es vielleicht noch Klärungsbedarf oder so gibt. In der Zeit baue ich wieder um. Und wenn Sie jetzt mitmachen möchten, dann würde ich vorschlagen, dass Sie entweder, wenn Sie eh schon an der Aufgabe arbeiten, Ihren eigenen Code verwenden oder wenn Sie es ein bisschen organisierter haben möchten, dann machen Sie doch einfach ein neues Android Studio Projekt auf. Das mache ich jetzt im Hintergrund auch nochmal schnell, damit wir wirklich bei Null anfangen können.
kann ich Ihnen auch zeigen. Dann müssen Sie nicht immer nur mich sehen. Was machen wir? Wir können gerne so eine Bottom Navigation Activity machen. Ich gebe dir mal Namen, Einheiten, Konverter. Das können wir alles stehen lassen. Minimum SDK passt auch. Schließen wir das Ganze mal ab. Dann, während Gradle im Hintergrund rödelt, machen wir uns schon mal einen Plan, was wir jetzt ganz konkret vorhaben. Also, ich würde gerne, bevor ich damit anfange, irgendwie über Konvertierungen nachzudenken, also bevor ich irgendwie meinen Kopf anstrenge und überlege, wie war das nochmal, wie wird aus einem Millimeter einen Meter, wie wird aus einem Zentimeter einen Meter, wie mache ich aus einem Meter dann wieder die anderen Einheiten. Bevor ich mich damit beschäftige, würde ich ganz gerne möglichst viel von diesem Problemkontext innerhalb meiner App strukturieren. Also ich möchte erstmal Dinge schaffen, damit ich in meinem Code auch darüber sprechen kann. Ich möchte gerne über diese Kategorien, diese Größenordnung, Quantity oder so sprechen. Ich möchte alle Einheiten, die es in meiner App gibt, an einer Stelle mal festhalten und sagen, zu welcher von diesen Kategorien die gehören. Und dann, wenn wir das haben, wenn wir so eine grobe Übersicht über die Dinge haben, über die wir eigentlich sprechen, fangen wir an, uns Gedanken darüber zu machen, wie bilde ich denn so einen SI-Wert jetzt ab mit diesen Konvertierungen. Und da machen wir uns dann ein bisschen Gedanken, wenn wir an der Stelle sind, über objektorientiertes Design. Aber erstmal versuche ich irgendwie greifbar in meinem Code diese beiden Konzepte, eine Einheit, was ist das eigentlich, und eine Kategorie oder eine Größe, also Länge, Masse, Zeit abzubilden. Ich habe in der Zeit oder in der Zeit ist jetzt auch meine App gestartet, beziehungsweise dieses neue Projekt ist initialisiert worden. Ich weiß gar nicht, ob wir das unbedingt im Emulator ausführen müssen. Können wir aber gerne. Dann sehen wir auch, dass das Ganze funktioniert. Es dauert jetzt noch wahrscheinlich ganz kurz, bis das da ist. Und in der Zeit. Moment. Ich war gerade im falschen Android Studio Projekt. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt besser ausschaut. Also das ist das leere Projekt, was ich gerade gestartet habe. So, perfekt. Das erste, was ich mache, ist, ich mache mir ein neues Paket auf. Wenn ich dieses Android Studio Projekt mit diesem Projekt Wizard gestartet habe oder erstellt habe, dann ist hier schon ein Paket drin. Also ein UI-Paket, das sind die ganzen verschiedenen Elemente drin, die für diese Bottom Navigation gedacht sind. Also da sind wahrscheinlich genau Fragments drin für diese drei Bereiche. Und das könnte ich jetzt nutzen, aber wir machen ja heute kein UI. Stattdessen mache ich mir ein neues Package und das nenne ich vielleicht einfach Units, wenn das genehm ist. Und da kommt jetzt alles rein, was mit meinen Einheiten in dieser Anwendung zu tun hat. Das Erste, was ich mache, ist, ich möchte eine feste Liste an Größen oder Kategorien, sagen wir mal immer Kategorien, wenn wir sowas wie Länge, Zeit oder Gewicht oder Masse meinen. Also ich möchte eine fixe Liste an Kategorien haben, die in meiner App unterstützt werden, damit ich erstmal denen allen einen Namen geben kann und in meiner Anwendung, in meinem Code mich immer auf die beziehen kann. Also eine fixe Liste an möglichen Kategorien für dann im nächsten Schritt die Einheiten, die es in meiner App gibt. Irgendein Vorschlag, was ich da so auf Code-Ebene an Strukturmitteln, an Strukturelementen verwenden kann. Also nochmal, was wollen wir machen? Wir wollen jetzt definieren, es gibt in unserer App Zeiten, Distanzen oder Längen und Gewichte oder Massen.
Und vielleicht gibt es noch andere Sachen, Temperaturen etc. Aber wir wollen das jetzt erstmal irgendwie festhalten, dass es die gibt. Irgendein Vorschlag, was ich verwenden könnte. Schreiben Sie gerne irgendwas in den Chat rein, wenn Ihnen was einfällt. Auch wenn Sie glauben, dass es naheliegend ist, schreiben Sie was rein. Oder auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das, was Sie gerade so denken, passt, einfach mal in den Chat raushauen, brainstormen, was fällt Ihnen da so ein. Und in meinem Kopf denke ich jetzt gerade über solche Sachen nach wie Klassen, Interfaces und was es sonst noch so gibt. Irgendeinen Vorschlag, was man machen könnte. Wenn ich eine fixe Liste an Möglichkeiten innerhalb meines Codes abbilden möchte. Enum, das ist doch eine super Idee. Eins der tollsten Features, was wir in Java haben. Enum hat schon im Namen dieses Enumeration an Möglichkeiten. Set, ja. Das wäre vielleicht was, wenn wir dann später mal innerhalb des Codes die irgendwo bündeln müssen in der Datenstruktur. Dann wäre irgendwie sowas wie ein Set oder eine Liste oder sowas in der Art bestimmt eine super Idee. Also das brauchen wir bestimmt auch noch. Aber für dieses Top-Level habe ich jetzt auch tatsächlich an ein Enum gedacht. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich erstelle eine neue Java-Klasse, ein Enum. Das nenne ich Quantity. Also nochmal, da soll jetzt abgebildet werden, was gibt es denn eigentlich so an Kategorien von Einheiten innerhalb meiner Anwendung. Mache das auch mal ein bisschen größer, dann können Sie es hoffentlich gut sehen. Und da schreibe ich jetzt einfach mal auf, was es so gibt. Es gibt Zeiten, Time, es gibt Längeneinheiten, Längs und es gibt Masse oder Gewicht, Maß. Das sind die drei Kategorien, über die ich jetzt immer rede. Und weil ich schon weiß, dass ich die bestimmt irgendwann mal auch im User Interface irgendwie als ein oder mit einem Namen bezeichnen möchte, notiere ich mir das in dem Enum auch gleich. Denken Sie dran, Enums sind ja sowas wie Mini-Klassen, denen können Sie auch ganz einfach Eigenschaften geben. Und ich gebe jetzt mal jedem Wert innerhalb dieses Enums noch eine String-Variable mit dem Namen Name einfach. Und das soll einfach ein greifbarer oder schöner, vielleicht auch einfach nur in nicht Großbuchstaben geschriebenes Label sein, mit denen wir diese drei Elemente in unserem Enum besser beschreiben können. Wenn ich die Eigenschaft vergebe und das ein Final ist, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass nach der Initialisierung von diesen drei Werten dieser Wert auch entsprechend belegt ist. Deshalb baue ich mir jetzt noch einen Konstruktor, der einen String-Parameter übergeben bekommt und den setzt. Ein Fehler raus, drei neue Fehler kommen dazu. Warum? Weil wir jetzt hier jedes Mal auch noch einen String mitgeben müssen. Und ich lasse es jetzt einfach mal bei diesen einfach nur in einem anderen Format geschriebenen Namen für diese drei Kategorien. Okay. Also, einfaches Enum. Einziger Zweck, ich möchte später oder ich möchte ab jetzt in meinem Code, wenn es um Längen geht, nicht mehr das irgendwie komisch beschreiben müssen, sondern ich möchte dann immer sagen, es geht um dieses hier, um Quantity Length. Das kriegen wir dann schon hin, die Fehler, oder nehmen wir die Fehler kriegen wir dann schon wieder raus, wenn es soweit ist. Das ist jetzt nur ein Codebeispiel dafür, wie ich das später benutzen möchte. Ich möchte immer dann, wenn ich jetzt über Zeiten, Längen oder Gewichte, Massen rede, mich auf diese Kategorie hier beziehen. Okay. Also erstes Enum fertig. Das gleiche möchte ich jetzt gerne für Einheiten machen. Also ich weiß jetzt, es gibt in meiner App drei Kategorien: Zeit, Länge, Masse. Ich habe Enums oder ich habe ein Enum und mit den Werten aus dem Enum kann ich diese drei Kategorien beschreiben.
Und jetzt mache ich das gleiche auch für Einheiten. Und bei den Einheiten wird es ein bisschen komplizierter. Ich möchte jetzt auf zwei Ebenen innerhalb meiner Anwendung Einheiten repräsentieren. Einmal mache ich jetzt einfach nur als erstes eine Liste von Einheiten, die es so gibt. Das ist ein Enum. Und dann werden wir später auch noch ganz konkrete Klassen brauchen, um konkrete Ausprägungen von diesen Einheiten, also eine Kombination aus Einheit und Wert, also eine gemessene Distanz, ein gemessenes Gewicht oder eine gestoppte Zeit oder sowas, abbilden zu können. Das heißt, Einheiten werden jetzt auf zwei Ebenen abgebildet bei uns. Einmal einfach nur als Möglichkeit, die in unserer App existiert. Das ist das, was wir jetzt gleich mit dem nächsten Eno machen. Und dann in dem nächsten Schritt werden wir uns überlegen, wie können wir denn, wenn wir irgendwo in unserem Code sowas wie 2 Zentimeter abbilden müssen, das dann durch eine entsprechend andere Klasse bzw. dann ein Objekt, eine Instanz einer anderen Klasse abbilden. Aber erstmal wollen wir nur ein bisschen den Überblick bekommen und uns überlegen, was geht es eigentlich in unserer App. Und jetzt, nachdem das Kontextmenü sich auch endlich öffnet, machen wir das mit dem nächsten Enum, das dann zusammen mit Quantity arbeitet und in dem Fall einfach mal Einheiten abbildet. Deshalb heißt das auch Unit. Und da kommt jetzt alles rein, was wir so an Einheiten innerhalb unserer Anwendung haben wollen. Ich mache es mal der Reihe nach. Ich fange mal mit den Einheiten für die Länge an. Und da notiere ich mir mal, dass es sowas wie den Millimeter gibt, den Zentimeter, den Meter. Ich mache jetzt immer die englischen Bezeichnungen. Den Kilometer und das war es, glaube ich, schon für Distanzen, oder? Wenn Ihnen noch mehr einfällt, können Sie das ja dann ergänzen oder in Ihre App reinschreiben. Ich mache jetzt mal mit den Massen weiter. Dann gibt es noch das Gramm, dann gibt es das Kilogramm. Das müsste dann die SI-Basiseinheit für die Kategorie sein. Und für die Zeiten nehmen wir uns vielleicht Millisecond, Second, das wäre die Basiseinheit in dem Fall, Minute und Hour. Und auch hier möchte ich mir zu jedem Eintrag in diesem Enum noch zusätzliche Informationen mitspeichern. Das eine, so ähnlich wie gerade bei den Quantities, ich möchte immer auch gleich ein Label mir dazu merken. Also wenn ich irgendwo im User Interface eine bestimmte Menge von Millimetern angebe und den Nutzern und Nutzerinnen zeige, was muss ich dann dahinter schreiben, damit klar ist, dass diese Einheit gemeint ist. Das ist das Label. Das möchte ich hier immer mit jeder Einheit verbinden. Und das Zweite, was ich machen möchte, ist, ich möchte die kategorisieren. Megameter. Können Sie gerne mit aufnehmen. Also nehmen Sie alles mit auf, was Sie irgendwie reinpacken möchten. Packen Sie ein Lichtjahr noch rein. Packen Sie noch die Tonne mit zu den Massen. Also Sie können das jetzt erweitern. Und übrigens, hoffentlich werden Sie gleich merken, während wir das implementieren. Ich lasse es jetzt mal bei den Sachen, die ich gemacht habe, aber Sie können gerne ganz, ganz viele Sachen, die Ihnen einfallen, noch mit reinpacken. Auch gerne irgendwelche Fantasieeinheiten, solange Sie wissen, dass es eine Umrechnung zu einer SI-Basiseinheit gibt. Also solange Sie irgendwie wissen, wie Sie Ihren Megameter oder Ihren Gigameter oder Ihren Terameter oder was auch immer Sie noch benutzen möchten, solange Sie wissen, wie Sie den zu einem Meter umrechnen, werden Sie das gleich mit ganz, ganz wenig Aufwand in diesen Code integrieren können. Also das ist dann überhaupt kein Ding mehr. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist diese Umrechnung von den Einheiten, die Sie unterstützen möchten, zu der SI-Basiseinheit. Deshalb können Sie da jetzt gerne auch jetzt schon in dieser Liste alles ergänzen, was Ihnen noch so einfällt. Ich lasse es nur mal bei den Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, damit, wenn ich dann immer so ein bisschen spicke, ich nicht komplett verwirrt bin, was ich mir dann noch aufgeschrieben habe. Okay, zu jeder dieser Einheiten notiere ich mir ein Label, damit ich weiß, wenn ich das im User Interface mal anzeige, was ich dann nachschreiben soll.
Und ich notiere mir auch noch, zu welcher Kategorie das gehört. Und die Kategorien, die haben wir ja gerade schon abgebildet. Wir haben ja schon uns überlegt, wie können wir diese ganzen Einheiten irgendwie zusammenfassen. Das ist ja unser Quantity Enum. Das heißt, da merke ich mir zu jedem Wert innerhalb meines Enums auch immer gleich, zu welcher dieser Oberkategorien der gehört. Kann ich die nämlich später schön programmatisch zusammensuchen. Also im Moment basiert das alles noch auf ganz vielen Annahmen, die wir haben. Also ich weiß, dass Millimeter, Zentimeter, Meter und Kilometer zusammengehören. Später möchte ich aber, dass meine App das automatisch herausfinden kann. Und deshalb fügen wir jetzt dieses Quantity als zusätzlichen, ja nicht Parameter, sondern zusätzliche Eigenschaft in diesem Enum hinzu. Das heißt, wir brauchen wieder einen Konstruktor, der kriegt die beiden Sachen übergeben, einen String für den Label und eine Quantity für die Quantity. Wenig einfallsreiche Namen, aber ich glaube, das ist in dem Fall in Ordnung. Und wir setzen dann diese Werte auch gleich in dem Konstruktor. Und da müssen wir uns jetzt wieder darum kümmern, dass hier die Aufrufe funktionieren. Kurze Zwischenfrage. Ich weiß ja, dass viele von Ihnen den Java-Kurs in Regensburg besucht haben und die anderen Leute, die den Kurs in der VHB besuchen, haben ja auch irgendwelche Java-Kurse vorher gemacht. Dieser Umgang mit den Enums, so wie ich das hier mache, ist Ihnen das geläufig? Also wissen Sie, warum, wenn ich jetzt hier reinschreibe, Millimeter und Quantity.length, warum das funktioniert, beziehungsweise warum ich das jetzt mit diesen runden Klammern machen muss, damit hier dieser Konstruktor zur Verfügung gestellt wird. Also schreiben Sie mir mal ganz kurz in den Chat rein. Eins, ich weiß gerade überhaupt nichts, überhaupt nicht, was hier gerade syntaktisch passiert. Zu fünf, ja klar, Enums mit Methoden und Konstruktoren und Properties und sowas sind mein täglich Brot. Schreiben Sie das mal schnell in den Chat rein, damit ich so weiß, wo Sie da stehen. Also eins, keine Ahnung, was gerade passiert. Fünf, klar, Enums kann ich im Schlaf benutzen. Schreiben Sie mal was in den Chat rein. Wäre super, dann hätte ich so ein bisschen Rückmeldung, wie viel ich dazu noch irgendwie erklären muss. Während Sie sich das überlegen, mache ich mal ein bisschen Copy and Paste. Und füge hier überall die richtigen Sachen ein. Also nochmal die Frage an Sie. Das, was ich hier gerade in Java mache mit Enums und Enum-Konstruktoren und Eigenschaften und sowas, würde mich jetzt sehr interessieren, wie gut Sie damit klarkommen. Also wie gut Sie das verstehen. Ich schreibe hier mal schnell die richtigen Sachen rein. Also das wird jetzt alles Copy and Paste. Gramm gehört auch zu den Massen, Kilogramm genauso. Und hier sind wir bei den Zeiten. Dann brauchen wir noch für alle Sachen die entsprechenden Label. Meter ist Meter, Kilometer ist Kilometer, Milligramm müsste MG sein. Gramm ist Gramm, Kilogramm ist Kilogramm, Millisecond ist Milliseconds. Ah, im Schnupperstudium. Wenn Sie im Schnupperstudium sind, haben Sie in der Schule ein bisschen Java gemacht? Können Sie ja mal reinschreiben, wenn Sie wollen. Okay. Unabhängig davon, wir haben unser Enum fertiggestellt. Also nochmal. Die grundsätzliche Idee, das sind die Einheiten, die es in unserer App geben wird. Für jede Einheit merken wir uns, wie wir die gerne innerhalb der App belabeln möchten, also was steht immer hinter der App später im User Interface. Und wir merken uns, zu welcher Kategorie von Einheiten
diese Einheit, diese Unit gehört, dann bauen wir uns den Konstruktor, der, wenn dieses Enum initialisiert wird, hier für jeden dieser Einträge für Millimeter, Zentimeter, Meter und so weiter einmal aufgerufen wird. Und dann müssen wir die Sachen, die hier im Konstruktor als Parameter stehen, auch in dieser Liste einzeln nochmal hinzufügen. Deshalb habe ich jetzt hier für den Millimeter diese beiden Werte, Label und Quantity, die hier unten im Konstruktor verlangt werden, reingeschrieben. Und so habe ich jetzt, nachdem ich meine Kategorien für die App aufgelistet habe, Zeit, Länge, Masse, auch noch meine ganzen Einheiten aufgelistet. Und jetzt wird es interessant. Jetzt baue ich mir als nächstes eine Klasse, mit der ich eine beliebige Einheit in diesem ganzen SI-Kosmos abbilden kann. Wir haben jetzt folgenden Plan. Ich baue mir eine Basisklasse, mit der ich dann Frage, ja, natürlich. Also ich würde den auch, also Sie können immer den Stream, nachdem er fertig ist, direkt auf Twitch anschauen. Und ich würde den dann auch spätestens morgen in der Früh auf YouTube bereitstellen, sodass Sie dann noch in der restlichen Zeit, wenn Sie an der Aufgabe arbeiten, sich das alles in Ruhe anschauen können. Also ja, der steht automatisch zur Verfügung. Jetzt haben wir Quantity und Unit innerhalb unserer Anwendung festgehalten. Wir können da jetzt drüber sprechen. Und als nächstes möchte ich dafür sorgen, dass wir programmatisch damit umgehen können. Das heißt, es geht jetzt in die Richtung, dass ich für diese ganzen Einheiten auch nochmal Klassen bilde, mit denen ich dann eine konkrete Messung, also eine bestimmte Anzahl von Millimetern, eine bestimmte Anzahl von Zentimetern abbilden kann. Und daraus ergibt sich dann ganz am Ende auch die ganze Konvertierungsfrage. Und die ganze Idee, die ich gehabt habe, geht ja davon aus, dass wir uns in diesem SI-Kosmos bewegen, wo es dann immer eine entsprechende Basiseinheit für jede Kategorie gibt, in die man oder aus der man heraus rumrechnen kann. Also wenn ich irgendwie sowas habe wie 20 Zentimeter, weiß ich, ich kann diese Angabe 20 Zentimeter jederzeit auch dann entsprechend in Meter umwandeln. Und wenn ich eine Meterangabe habe, kann ich die jederzeit auch in Zentimeter, Kilometer oder Millimeter umwandeln. Also das ist unsere Grundannahme, in der wir gerade umgehen. Und deshalb versuche ich jetzt als nächstes mit dieses Konzept von einem Wert, nicht mehr einer Einheit und nicht mehr einer Kategorie, sondern einem konkreten Wert innerhalb meiner Anwendung irgendwie zu modellieren. Das heißt, unsere nächste Klasse, die wird SI-Value heißen und die dient dazu, dann einen ganz bestimmten Wert von einer dieser Einheiten abzubilden. Und aus dieser Basisklasse SI-Value, die ist abstrakt, die werden wir niemals instanzieren, werden wir uns dann für alle unterstützten Einheiten richtige Wrapper-Klassen aufbauen. Zur Frage, Sie müssen die Studienleistung nicht mit einem Enum programmieren, also Sie können das auch ganz anders machen. Das ist jetzt einfach nur ein Vorschlag, den ich Ihnen zeigen möchte für diese ganze Konvertierungssache. Also nichts von dem, was Sie jetzt hier machen, ist zwingend Voraussetzung. Ich glaube auch nicht, dass es die beste Lösung ist. Es ist halt ein Lösungsvorschlag, der halbwegs gut funktioniert, den man schön erweitern kann. Wenn Sie das aber anders gemacht haben, dann können Sie das auf jeden Fall auch machen. Vielleicht schauen Sie sich einfach später nochmal den Anfang vom Stream an, da sage ich noch ein bisschen was dazu, warum das eigentlich, also warum wir das machen möchten, warum der Ansatz, den wir jetzt implementieren hier, vielleicht hilfreich sein könnte. Aber Sie müssen das auf keinen Fall so machen. Okay, lassen Sie uns mal so eine Klasse bauen. Irgendwie klappt mein Kontextmenü heute nicht so. Ich baue mir eine neue Java-Klasse. Und wie gesagt, die soll SI-Value heißen. Und das ist der Ausgangspunkt von jetzt allen Werten, die wir innerhalb unserer App haben und mit denen wir umgehen. Ganz, ganz wichtig, ich versuche es immer richtig zu sagen, zumindest so wie es in meinem mentalen Modell richtig ist. Und wenn ich Wert sage, dann meine ich immer eine konkrete Messung, also zum Beispiel sowas wie
Ich hole mein Lineal raus und ich messe irgendwie, wie lang eine von meinen Tasten auf der Tastatur ist und dann kriege ich sowas wie 2 Zentimeter raus. Das ist ein Wert und Zentimeter als abstrakte Einheit ist eben genau das, eine Einheit oder eine Unit. Und wenn ich dann darüber spreche und sage, ich messe gerade Länge, dann meine ich diese Kategorie, Kategorie oder wie haben wir es genannt, Quantity. Also das sind diese 3 Ebenen, auf denen oder über die ich jetzt spreche. Und wenn ich hier so einen Wert meine, dann ist das immer eine Kombination aus irgendwie einer Zahl, einem numerisch feststellbaren Messgröße und einer zugehörigen Einheit. Und die Einheit wiederum gehört zu einer entsprechenden Kategorie. Also das ist, sind diese 3 Ebenen, auf denen ich jetzt immer spreche. Okay, dann haben wir unsere Klasse SI-Value. Und ich habe schon gesagt, die soll die Ausgangslage sein für ganz, ganz viele andere Klassen, mit denen wir dann konkrete Werte im Bereich Zentimeter, Millimeter etc. abbilden. Und das heißt, dass wir alle anderen Klassen von dieser Klasse erben lassen werden, aber die Klasse SI-Value selber wird niemals instanziiert werden. Also es macht keinen Sinn, die irgendwie zu instanziieren, weil wir uns ganz, ganz viele Klassen für die entsprechenden anderen Werte anlegen. Und deshalb mache ich die Abstract. Also die soll gar nicht möglich sein, die zu instanzieren. Es soll dann nur möglich sein, später mal einen Zentimeter oder sowas zu instanzieren, der dann auf SI-Value basiert, also die von der Erb bzw. die Extended. Was möchte ich in diesem SI-Value in dieser Klasse abbilden? Habe ich ja gesagt, eine Kombination aus einem gemessenen Wert und einer entsprechenden Einheit. Und genau diese beiden Eigenschaften, die versuche ich jetzt auch mal in diese Klasse unterzubringen. Und wenn die Objekte, die auf dieser Klasse basieren, genau diese beiden Eigenschaften haben sollen, dann liegt ja wohl nichts näher, als genau diese beiden Sachen auch als Eigenschaften abzubilden in Form von Instanzvariablen. Und weil so ein Wert so eine Momentaufnahme ist, also ich schaue irgendwo hin oder die Nutzer und Nutzerinnen geben später einen Wert ein, das ist dann 2 Zentimeter, 10 Zentimeter, 5 Kilometer, was auch immer, versuche ich dieses, das ist eine Eingabe, es wurde jetzt einmal ein Messwert eingegeben, auch im Software-Design umzusetzen und deshalb wird das hier wieder so ein Immutable. Also diese beiden Werte, Value und Unit, die werden im Konstruktor gesetzt, sind aber final, das heißt, die kann man nur danach nur noch auslesen, aber nicht mehr verändern. Wenn ich dann eine neue Messung in der App eingeben möchte und verarbeiten möchte, brauche ich ein neues Objekt, eine neue Instanz. Das positiver Nebeneffekt davon ist, dass dann diese Werte auch public sein können, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt und wir dann entsprechend uns Getter zum Beispiel sparen, weil wir einfach direkt auf diese Werte zugreifen können. Schreiben wir uns noch einen Konstruktor. SI-Value kriegt Werte für die beiden Instanzeigenschaften bzw. Instanzvariablen übergeben. Einmal eine Einheit und einmal ein Wert. Und im Konstruktor selber, wenig überraschend, holen wir uns die Werte und speichern die in den vorbereiteten Instanzvariablen ab. Okay, Basis. Kommt noch ein bisschen was dazu in der Klasse. Ich lasse es jetzt aber erstmal bei 2 weiteren Methoden, die ich implementieren werde. Ich möchte nämlich immer, wenn ich einen Wert in meiner Anwendung habe, egal was, also es kann jetzt sein, irgendwie 10 Zentimeter, 12 Kilometer, 17 Stunden oder irgendwie 13,37 Kilogramm. Immer wenn ich so einen Wert dann durch so eine entsprechende Instanz abgebildet habe von dieser Klasse bzw. ihren Unterklassen, möchte ich jederzeit in der Lage sein, diesen Wert zu dem Wert in der SI-Basiseinheit umzurechnen oder aus diesem Wert aus
einem Wert in der Basiseinheit einen Wert in der entsprechend umgebenden Einheit zu erzeugen. Also diese beiden Wege möchte ich immer haben, immer wenn es irgendwo, wenn mir irgendjemand einen Wert hinschmeißt im Code, einen gemessenen, möchte ich immer diese beiden Sachen machen. Und dazu lege ich mir jetzt noch zwei Methoden an. Einmal das einfache toBaseValue. Es gibt jetzt in der abstrakten Implementierung mal null zurück. Könnte es vielleicht auch noch so machen. Ja. Lassen wir es mal so. Wenn die Klassen diese Methode dann nicht überschreiben, dann wird da immer null zurückgegeben. Ist vielleicht jetzt nicht das Schönste, aber soll uns auch nicht stören, weil wir machen das ja gleich beim Implementieren der anderen Klassen. Und die zweite Methode, die wir noch haben wollen, ist fromBaseValue. Die kriegt einen SI-Value übergeben. Das ist die Base. Und die gibt mir diesen Wert dann in Form der umschließenden Klasse. Also wenn wir gleich die Zentimeter-Klasse implementieren, dann in Zentimetern zurück. Also das sind die beiden essentiellen Methoden, die gleich alle die Klassen, die wir implementieren werden, auf jeden Fall haben müssen. Nämlich einmal die Möglichkeit, den Wert, der da drin steht, als Wert der entsprechenden Basiseinheit zu interpretieren bzw. anzuzeigen. Und einmal die Möglichkeit, aus einem gegebenen Wert in der Basiseinheit den entsprechenden Wert in der jeweiligen Einheit, die durch die umschließende Klasse interpretiert wird, abzubilden. Also die beiden Wege wollen wir haben. Und weil das alles ein bisschen abstrakt ist, würde ich vorschlagen, dass wir es ein bisschen konkreter machen, indem wir einfach mal ein, zwei von diesen anderen Klassen implementieren. Und dazu mache ich mal ein neues Package auf, damit es jetzt ein bisschen übersichtlicher bleibt. Das nenne ich mal SI. Da verschiebe ich meine gerade erstellte Klasse rein, sodass da jetzt dieser SI-Value drin ist. Und ich erzeuge eine neue Klasse gleich mal drin. Und wir fangen mal an mit dem Meter. Das ist unsere Klasse, die eine gemessene Distanz in Metern innerhalb unserer Anwendung interpretiert. Und weil es jetzt um Werte geht und nicht mehr um Einheiten oder Quantities, implementiert bzw. nicht implementiert, Entschuldigung, erbt diese Klasse von unserer gerade eben vorbereiteten SI-Value-Klasse. Also das ist unsere Vorlage für alle Klassen, mit denen wir konkrete Messungen repräsentieren. Das ist unsere erste Klasse daraus, die eine bestimmte Distanz in Metern darstellen soll. Schreiben wir uns mal einen Konstruktor. Der Konstruktor von der Basisklasse braucht einen Wert und eine Einheit. Wenn ich jetzt weiß, dass ich einen Meter repräsentieren möchte, brauche ich nur noch den Wert, weil den Rest kann ich im Konstruktor direkt setzen und dann rufe ich den Superkonstruktor auf und dem übergebe ich den konkreten Wert, wie viele Meter sollen abgebildet werden und die Unit Meter, weil es ja ganz konkret um Meter geht. Also nochmal, SI-Value ist die Basisklasse. Jeder gemessene Wert hat einen konkreten Wert. Das ist die numerische Angabe, was auf dem Lineal steht oder auf der Waage oder was sie auf der Stoppuhr gestoppt haben. Und jeder SI-Value hat auch eine zugehörige Einheit, eine Unit. In was haben sie gemessen? Meter ist dann die Konkretisierung davon, eine gemessene Distanz in Metern. Wir müssen nur noch den Wert beim Konstruieren angeben, weil die Einheit ist eh klar, es geht hier um Meter. Dann überschreiben wir, die beiden abstrakten Methoden, die beiden zusätzlichen Methoden, nämlich einmal die SI-Value to Base-Value. Und was müssen wir da jetzt implementieren? Da müssen wir jetzt die unglaublich schwierige Aufgabe lösen, wie wir aus einem Wert in Metern einen Wert in der SI-Basiseinheit für
Distanz umrechnen. Also ich mache mal ein Beispiel. In meinem Code habe ich später sowas. Measurement 1 ist gleich New Meter und ich habe irgendwie 13 Meter gemessen. Und ich möchte jetzt aus diesem Measurement 1 den gleichen Wert, 13 Meter, aber in der SI-Basiseinheit für Distanz haben. Und hier implementiere ich die Umrechnung. Das heißt, hier gebe ich aus der Methode eine neue Subklasse von SI-Value raus, die diesen Wert, der im Moment in dieser Klasse gekapselt ist, also 13, dann in Form der entsprechenden SI-Basiseinheit repräsentiert. Das ist natürlich alles ironisch, weil es an der Stelle super leicht ist. Was ist die SI-Basiseinheit für Meter? Schreiben Sie mal in den Chat rein, ob Sie, ich habe es jetzt ja tausendmal erwähnt, was ist die SI-Basiseinheit für Distanz? Jetzt habe ich schon gesagt, haben Sie bestimmt alle sich gemerkt. Die SI-Basiseinheit für Distanz ist Meter. Das heißt, wenn wir Meter in SI-Basiseinheit umrechnen möchten, machen wir nichts anderes als einfach nochmal das Gleiche zurückgeben. Und das schaut jetzt ein bisschen sinnlos aus, dass ich sowas schreibe. Wenn wir gleich die anderen implementieren, Zentimeter, Millimeter, Kilometer, dann macht das wieder so viel Sinn, das so zu machen. Aber jetzt müssen wir halt bei diesen Basisklassen, weil die eben auch SI-Values sind, trotzdem beide implementieren. Und wenn ich dann hier einen Base-Value übergebe, das ist dann ja auch in Metern, weil Meter halt die SI-Basiseinheit für Distanzen ist, dann muss ich auch hier einfach nur den Wert, der da drin gespeichert ist, benutzen, um einen neuen Meter zu instanzieren. Und das war es dann auch schon für diese Basisklasse. Meter. Es wird übrigens bei allen Kategorien so sein, dass wir bei den jeweiligen Basiseinheiten, das heißt bei Zeit ist es die Sekunde und bei Masse ist es das Kilogramm, genau mehr oder weniger diesen Code haben. Also dann steht da halt nicht Meter, sondern dann steht da halt Second und Kilogramm. Aber die Idee ist die gleiche. Es gibt immer eine Einheit, die unglaublich leicht diesbezüglich umzurechnen ist, weil sie schon in der Basiseinheit da ist. Machen wir es mal an einem anderen Beispiel, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ich mache mal eine neue Klasse. Zentimeter. Auch die erbt von SI-Value. Auch die kriegt dementsprechend einen Konstruktor. Den Wert übergeben. Ich gehe jetzt übrigens, habe ich gar nicht erwähnt, ich sage es mal ganz kurz, immer davon aus, dass wir den eigentlichen Messwert, also 1,1 Zentimeter oder 12,7 Sekunden oder 17,62375, was auch immer, Kilogramm, immer als Double-Wert angeben. Also das habe ich jetzt einfach mir so überlegt, macht fast immer super viel Sinn. Einzige Ausnahme, wo das vielleicht nicht mehr so gut funktioniert, ist, falls Sie in Ihrer Anwendung sowas wie Währung umrechnen möchten, ja, dann würde ich das nochmal ganz extra behandeln. Also wir machen jetzt so physikalische Einheiten, die man schön messen kann, wo man dann auch den Wert immer als einen numerischen Wert angeben kann, als Fließkommazahl. Mit einer entsprechenden Einheit. Falls Sie aus irgendeinem Grund in Ihrer Anwendung tatsächlich sowas wie einen Währungsumrechner machen möchten, da müssen Sie, glaube ich, nochmal ganz anders an diese Abbildung von Einheiten, also von einzelnen Geldbeträgen rangehen, weil Geldbeträge sollte man tunlichst vermeiden, als Fließkommazahl abzubilden in irgendwas, was mit Programmen zu tun hat, weil das nur zu ganz vielen Problemen, was Runden und so angeht. Außerdem werden Geldeinheiten nicht so abgebildet. Aber das ist ein anderes Thema. Zentimeter ist unser Thema. Im Konstruktor sagen wir, mach bitte aus diesem Wert und der Einheit Zentimeter einen neuen SI-Value. Und jetzt wird es ein bisschen spannender. Mal angenommen,
Ich habe einen Wert in Zentimetern und ich würde da gerne den gleichen Wert in Metern abbilden. Da muss ich mir überlegen, wie komme ich dahin? Also aus dieser To-Base-Value gebe ich auf jeden Fall ein neues Meter-Objekt zurück, weil das ist ja die Idee. Ich habe Zentimeter und ich möchte daraus die Basiseinheit oder den gleichen Wert in der SI-Basiseinheit Meter bekommen. Da muss ich den Wert nehmen, der in Zentimetern hier gespeichert ist, und ich teile den durch 100. Und dann bekomme ich den Wert in Metern raus und kann den über so ein Wrapper-Objekt nach außen geben. Machen wir das gleiche nochmal für die andere für die andere Methode from BaseValue. Also wir gehen aus, wir bekommen einen Wert in Metern übergeben. Meter ist die Basiseinheit für die Kategorie und wir wollen einen Zentimeter-Wert zurückgeben. Return new Centimeter. Wir brauchen den Wert dafür. Wir nehmen den Wert in Metern und wir multiplizieren den mit 100. Müsste das ungefähr stimmen? Ich habe einen Wert in Metern. Ein Meter mal 100 sind 100 und ein Meter sind 100 Zentimeter. Also das müsste stimmen. Okay. Machen wir es nochmal für vielleicht den Kilometer noch, damit es in die andere Richtung geht. Aber dann haben Sie das Prinzip, glaube ich, verstanden. Und dann können wir uns überlegen, was wir damit eigentlich anfangen wollen. Also ich mache nochmal eine schnelle Klasse. Extends SI-Value. Ich habe wieder meinen Konstruktor für die Kilometer. Public Kilometer mit einem bestimmten Wert. Und wir rufen den Superkonstruktor auf mit dem Wert und der Unit Kilometer. Jetzt könnte man langsam auch sich Gedanken über Copy and Paste machen. Als ich das letzte Mal die Aufgabe in dem Kurs online implementiert habe, habe ich aber, glaube ich, gemerkt, dass Copy and Paste fast komplizierter ist, weil man dann immer irgendwie an der falschen Stelle was austauscht. Also mit Auto-Completion das schnell abzutippen, ist wahrscheinlich die schnellere Variante. Ich möchte aus Kilometern Meter machen. Das heißt, ich gebe einen neuen Meterwert zurück. Und was muss ich machen? Ich nehme den Wert in Kilometern und multipliziere den mal 1000. Ein Kilometer sind 1000 Meter. Und dann möchte ich aus einem Wert in Metern SI-Value Base einen Wert in Kilometern machen. Das heißt, ich gebe hier einen neuen Kilometer zurück und um aus Metern Kilometer zu machen, teile ich das Ganze durch 1000. Okay, ich würde an der Stelle mal die anderen Einheiten mir sparen oder sollen wir vielleicht noch ein, zwei machen? Wir können vielleicht noch für die anderen jeweils zwei machen, dann haben wir ein bisschen mehr, mit dem wir rumexperimentieren können. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Ich würde weitermachen mit, was haben wir denn noch für eine schöne Einheit? Vielleicht was für die Masse. Da wäre die. Muss ich kurz mein Kilogramm suchen. So, da habe ich das. Lassen Sie uns noch die Kilogramm-Klasse schreiben. Das ist dann wieder unsere SI-Basiseinheit. Zeit machen wir auch gleich. Da haben wir dann die Sekunde als SI-Basiseinheit. Jetzt machen wir noch schnell das Kilogramm. Das schaut so aus, dass wir im
Konstruktor auch natürlich wieder nur den Wert übergeben müssen, den Superkonstruktor aufrufen mit dem Wert und mit der Einheit Kilometer. Und auch bei dem Kilogramm haben wir jetzt, Entschuldigung, hier sehen Sie schon, warum Copy and Paste wahrscheinlich noch fehleranfälliger wäre. To Base Value, wie kriegen wir aus einem Kilogramm die Basiseinheit? Relativ einfach, wir geben einfach das Gleiche nochmal zurück. Könnte man sich auch überlegen, ob man nicht einfach Sys zurückgibt, also das Objekt nochmal selber. Würde ich aber an der Stelle nicht machen, weil wenn ich das so mache, gehe ich immer davon aus, dass ich, wenn ich diese Methode aufrufe, ein neues Objekt zurückbücke. So ein neues Immutable, was einen neuen Wert darstellt, dann eben in einer entsprechenden Einheit. Da ist dann nur zufällig der gleiche Wert gekapselt, aber es ist ein anderes Objekt. Also würde ich jetzt an der Stelle so machen und das nicht bei diesen Basiseinheiten plötzlich ein bisschen anders handhaben. Hier auch wieder, wir geben ein neues Kilogramm zurück und weil wir eh schon in der Einheit sind, machen wir das so. Dann können wir vielleicht das Gramm nehmen. Dann haben wir für die Masse auch zwei uns überlegt. Gramm, das ist das gleiche Spiel. Sie können ja, wenn Sie möchten, im Hintergrund sich irgendwie andere Einheiten überlegen, die sie implementieren. Ich mache es jetzt mal noch mit diesem hier, Double Value für den Konstruktor. Ich rufe den Superkonstruktor auf, ich übergebe den Wert und das soll ein Gramm sein. Und dann haben wir die beiden Methoden, ToBaseValue, also ich kriege aus einem Gramm das Kilogramm, das heißt, ich gebe auf jeden Fall schon mal ein Kilogramm zurück. Und wie bekomme ich aus dem Wert in Gramm den Wert in Kilogramm? Das müsste durch 1000 sein. Und in dem anderen Fall, wenn ich aus einem Kilogramm als Basiseinheit den Wert in Gramm berechnen möchte, dann gebe ich natürlich ein Gramm zurück und ich nehme den Wert in Kilogramm und multipliziere den mit 1000. Und dann wurde ja auch gerade schon vorgeschlagen, machen wir vielleicht noch die Zeit mit der Sekunde. Sekunde müsste Basiseinheit sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Second extends SI value. Auch der Sekunde geben wir einen Konstruktor. Double Value. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, dass das so leicht und schnell erweiterbar ist. Und jetzt muss ich aber so viel tippen. Aber das Gute ist, das muss man alles nur einmal machen. Und wenn es dann später darum geht, weitere Werte oder Einheiten zu ergänzen, dann ist es ja immer nur eine neue Klasse, die Sie einfügen müssen. Und das geht dann relativ leicht. Jetzt am Anfang wird es noch nicht der Vorteil so deutlich, aber glauben Sie mir, dass das tatsächlich so ist. Also wir wollen aus einer Sekunde eine Sekunde machen. Das ist super leicht. Einfach die gleiche Wert nochmal in ein neues Sekundenobjekt gepackt. Und from base value genau das gleiche. Wir geben eine neue Sekunde zurück und wir benutzen den Wert, der uns da gegeben wird. Und dann nehme ich vielleicht noch die Stunde. Dann haben wir auch bei der Zeit zwei verschiedene Einheiten abgebildet. Also eine Stunde, auch die ist ein SI-Value, hat dementsprechend einen Konstruktor, in dem wir einen Wert geben. Der Wert wird an den Superkonstruktor übergeben und wir nehmen als Einheit die Stunde und dann haben wir unsere beiden Methoden. Wie wird aus einer Stunde der gleiche Wert in Sekunden? Wir erzeugen eine Sekunde.
nehmen uns den Wert in Sekunden, in Stunden und multiplizieren den mit 3600. Eine Minute hat 60 Sekunden, eine Stunde hat 60 Minuten, 60 mal 60, 3600. Und der andere Weg, wir machen aus einer Sekunde den gleichen Wert in einer Stunde, also aus der Basiseinheit Sekunde wird die Nicht-Basiseinheit Stunde. Wir nehmen den Wert in Sekunden und dividieren den durch 3600. Okay, also das zu den verschiedenen Einheiten. Und jetzt können wir ein paar interessante Dinge machen. Wir können nämlich ein bisschen damit arbeiten und rechnen. Und dazu muss ganz kurz überlegen, was jetzt der sinnvollste Weg ist. Ich glaube, wir schreiben uns erstmal den nicht so interessanten Code. Und dann als Krönung bauen wir uns zwei Methoden, mit denen wir dann an einer beliebigen Stelle innerhalb unserer Anwendung aus einem gegebenen Wert automatisch alle passenden anderen Werte der jeweiligen Kategorie berechnen können. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen, nicht Boilerplate, aber zumindest ein bisschen, ja, einfach Code schreiben, der da sein muss. Ich brauche nämlich noch eine Methode, mit der ich, wenn ich einen Wert habe und die Einheit kenne, eine dieser Klassen baue, die wir jetzt gebaut haben. Was ist der Hintergedanke? Das Ganze fängt ja damit an. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich den. Leider die andere Version nicht mehr auf. Ich kann mal ganz kurz schauen, ob ich zufällig auf dem Emulator, ja doch, kann ich Ihnen sogar zeigen. Also wir sind jetzt nochmal in der fertigen Fassung von der App. Wenn ich hier was eingebe, irgendeinen Wert 13,37 und hier dieses Label Zentimeter auswähle, dann sind das ja einfach erstmal nur zwei Eingaben, die der Nutzer oder die Nutzerin getätigt hat. Also irgendeine Fließkommazahl und irgendein Label. Und daraus muss ich, damit ich irgendwie in meiner App, in diesem programmatischen Level was damit machen kann, ja ein Objekt einer dieser entsprechenden Klassen erstellen. Also in dem konkreten Fall muss ich ein Zentimeter Objekt mir erzeugen, das den Wert 13,37 beinhaltet. Und das könnte ich jetzt immer dann mit solchen Konstruktormethoden machen, aber ich kann mir das auch ein bisschen leichter machen und diesen Konstruktionsvorgang auch nochmal in eine Methode auslagern. Also ich baue mir jetzt sowas, was man ja, Factory Method vielleicht nennen könnte, nicht so wirklich. Aber ich baue mir eine Methode, die das für mich tut. Der übergebe ich einen Wert und eine Einheit und ich bekomme den entsprechenden SI-Value zurück. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieser Methode sage 13,37 und Zentimeter, kriege ich ein Zentimeter-Objekt zurück. Und das mache ich, damit ich auch wieder eine Stelle innerhalb meines Codes habe, der für dieses Konstruieren und für dieses Konvertieren, für diesen ersten Schritt der Konvertierung zuständig ist. Weil ich dann, wenn es noch mehr Einheiten oder so gibt, die ich unterstützen möchte, dann wieder nur eine Stelle im Code habe, die ich tatsächlich ja, erweitern muss. Ich zeige Ihnen mal, was ich meine. Ich bin in der Klasse SI-Value und da baue ich mir jetzt eine statische Methode, public static. Die gibt mir ein SI-Value zurück. Niemals nur ein SI-Value, weil das ist eine abstrakte Basisklasse, also immer eine dieser Unterklassen, die wir gerade eben erstellt haben. Und die Methode nenne ich RepValue. Die soll genau das machen, was der Methodennamen auch suggeriert. Die kriegt einen Wert übergeben und kriegt eine Unit übergeben. Und die erzeugt mir aus diesen beiden Informationen, ich mache das hier mal ein
bisschen kleiner, dann können Sie wieder ein bisschen mehr vom Code sehen. Aus diesen beiden Einheiten wird mir jetzt eine entsprechende Java-Klasse oder ein Objekt auf der Basis einer entsprechenden Java-Klasse zurückgegeben. Also, wenn ich die Methode aufrufe mit si-value.wrap-value 13,37 und unit.centimeter dann soll mir zurückgegeben werden ein Objekt von der Klasse Zentimeter. Das erwarte ich. Das soll diese Methode liefern. Ich sage, um welche Einheit es geht und ich sage, um welchen rohen Wert es geht. Ich kriege das richtige Objekt zurück. Das können Sie jetzt wahrscheinlich machen. Das können Sie jetzt wahrscheinlich auf Tausenden von Arten machen. Ich mache es jetzt mal in der Switch-Anweisung. Ich iteriere über diese Unit, die übergeben wird. Und da schreibe ich mir jetzt einfach alle Cases auf. Was haben wir denn? Wir haben Centimeter, Case Centimeter. Dann returne ich eine neue Centimeter-Klasse mit dem Wert. Was haben wir noch geschrieben? Wir haben, ich gehe es mal der Reihe nach durch. Meter haben wir noch geschrieben. Return new meter. Meter. Meter heißt es wahrscheinlich einfach. Ich finde die Schreibweise lädt immer zu Versprechern ein. Was haben wir implementiert? Wir haben Zentimeter implementiert, Meter, Kilometer haben wir noch implementiert. Return new Kilometer für den Value. Und dann haben wir noch die Massen implementiert, Gramm. Kilogramm haben wir noch implementiert, wenn ich mich richtig erinnere. Kilogramm, return new Kilo. Und dann haben wir noch bei den Zeiten was implementiert. Case second. Und dann haben wir auch noch die Stunde implementiert. New Hour Value. Und was machen wir im Default-File? Im Default-File geben wir jetzt einfach mal frecherweise 0 zurück und hoffen, dass sich jemand anders darum kümmert, mit dem Fehler umzugehen. Also das ist eine Methode, die gibt für alle Einheiten, die wir implementiert haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben keinen vergessen. Für diese 7 möglichen Einheiten oder Werte jeweils das entsprechende Objekt auf der Basis dieser beiden Parameter zurück. Und wir können auch gleich noch die nächste Methode implementieren. Wir machen das gleiche jetzt nochmal, nur dass wir hier für einen gegebenen Wert den entsprechenden Basiswert zurückgeben wollen. Also wir wrappen einen Wert, den wir bekommen, Kombination aus gemessener Wert, 1, 2, 3, 4, was auch immer, und Einheit, dann gleich den richtigen Basiswert. Schauen wir uns das auch nochmal an. Wrap Base Value, SI Value, Value. Und auch hier übergeben wir die Einheit. Und jetzt kopiere ich mir das hier alles. Das ist wieder das Gleiche. Was machen wir, wenn Zentimeter übergeben werden und so weiter. Und wenn ich jetzt einen Wert in Zentimetern übergeben bekomme. Wenn ich einen Wert in einer Basiseinheit übergeben bekomme, in zum Beispiel
Metern, Zentimetern, was auch immer. Und daraus dann den entsprechenden Wert in oder aus einer Basiseinheit berechnen möchte, dann gebe ich zurück bei den Zentimetern, stelle ich mir erstmal einen neuen Wert mit dem einen neuen Zentimeter mit dem Wert 0 und benutze meine From Base Value Methode, die ich implementiert habe, und übergebe hier den entsprechenden Wert, den ich als Parameter übergeben bekomme. Also ich bekomme irgendeinen Wert übergeben. Das ist der ist in der Basiseinheit, liegt der vor. Ich übergebe eine Einheit, in die ich umrechnen möchte. Also hier Zentimeter. Hier gehen wir davon aus, dass es ein Wert in Metern ist. Ich erstelle mir ein neues leeres Objekt, nur damit ich auf die entsprechende Methode zugreifen kann, und sage dann, ich hätte gerne einen Wert in Zentimetern aus dieser Basiseinheit. Gib mir das zurück. Und das machen wir jetzt hier überall genauso bei den Metern. Es ist das und das können wir uns kopieren und überall einfügen. Okay, ja, jetzt habe ich die Klammer vergessen. Die ergänze ich ganz kurz. Es ist übrigens alles nur ganz viel Boilerplate-Code für das, was jetzt kommt. Denn jetzt wird es interessant. Jetzt baue ich mir aus all diesen Sachen, sofern ich meine Aufzeichnung finde. Zwei Methoden noch in einer neuen Klasse, mit der ich das jetzt alles verwenden kann, um ganz gezielt in dem Moment, wo ich hier was eingebe, wo ich hier einen konkreten Wert eingebe und eine bestimmte Einheit, Zentimeter oder was auch immer auswähle, alle passenden Umrechnungen mir direkt ausgeben lassen kann. Also das, was ich jetzt mache, das ist das, wofür wir das alles jetzt hier, diese ganzen Umrechnungen, diese ganzen Abbildungen und so weiter gemacht haben. Also jetzt nochmal 5 Minuten aufpassen und dann haben Sie eine flexible Lösung, die Sie beliebig um weitere Werte, solange die zu einer dieser bekannten Kategorien gehören und Sie die in dem gleichen Prinzip, also mit diesem Umrechnen von und nach der Base-Value, der Base-Einheit, der Basiseinheit abbilden können. Solange Sie das machen können, können Sie dann gezielt alle möglichen anderen Sachen hinzufügen. Das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist nämlich genau eine Klasse schreiben, die anfängt zu arbeiten, wenn wir diese beiden Eingaben vom Nutzer bzw. der Nutzerin haben, also einen gemessenen Wert und eine Einheit, und uns dann diese ganzen Sachen zurückgibt. Und weil das, was diese Klasse hauptsächlich macht, ist, aus einer oder für eine bestimmte Eingabe alle notwendigen Ausgaben zu sammeln und bereitzustellen ist, nenne ich die Klasse Collector, weil die eben genau das macht. Schreibe ich mir die erste die erste Methode. Die erste Methode, die soll mir ein Array zurückgeben, in dem für eine bestimmte Kategorie, also zum Beispiel Distanz, Zeit oder Masse, alle Einheiten aufgelistet sind, die in diese Kategorie gehören. Also wenn hier die Nutzer und Nutzerin zum Beispiel auf Länge, Zeit oder Masse gehen, möchte ich eine Möglichkeit haben, mir anzugeben oder mir aus diesem Unit-Enum alle Einheiten ausgeben lassen, die hier für die entsprechende Oberkategorie stehen. Also eine öffentliche Methode, Public Static, was gibt die zurück? Die gibt eine ein Array oder eine Arraylist zurück, kann man jetzt beides machen. Und zwar soll in dieser Datenstruktur gespeichert sein, alle Einheiten für die Quantity, für die Kategorie, die wir hier als Parameter übergeben. Ist gar nicht so schwierig, das zu machen. Ich mache es mal über den Umweg über eine Arraylist. Ich erstelle mir, das importiere ich mir auch, eine neue Arrayliste, die leer ist.
in der ich mir die passenden Einheiten jetzt sammeln kann. Das kann man sicherlich auch noch viel, viel schöner machen. Ich mache es jetzt einfach mal so einfach wie möglich und nicht so schön wie möglich. Ich iteriere über dieses Enum drüber, unit.values. Damit können Sie sich für ein bestimmtes Enum all diese Werte, die Sie da kommasepariert haben, in einer iterierbaren Version zurückgeben lassen und dann zum Beispiel mit so einer For-Each-Schleife darüber iterieren. Und ich schaue mir jede dieser Einheiten an und wenn die Quantity, die da drin gespeichert ist, dem entspricht, was ich auch als Parameter übergeben habe, dann nehme ich mir meine Arrayliste, die ich leer vorbereitet habe, und packe da die passende Unit rein. Und dann gebe ich ganz am Ende von der Methode die Arrayliste als Array zurück. Wenn Sie aus einer Arrayliste einen Array machen möchten, können Sie diese toArray-Funktion benutzen. Und der müssen Sie als Parameter ein neues, vorzugsweise leeres Array vom entsprechenden Datentyp übergeben, dass diese Methode dann befüllt. Also was passiert hier ganz kurz? Ich erstelle von innen nach außen lesen den Code. Ich erstelle ein neues Array der Länge 0, in dem Objekte vom Datentypen Unit gespeichert sein können. Dann rufe ich auf meine Arrayliste, in der ich alle Einheiten gespeichert habe, die zu der Kategorie passen, die toArray-Funktion auf. Und die gibt mir dann hier, oder die befüllt dann dieses leere Array. Dann kümmert sich auch die Methode darum, dass dieses Array immer erweitert ist das falsche Wort, weil das wird dann ersetzt durch einen Array in der größeren Länge. Sie wissen ja, Arrays sind in Java immutable. Aber die befüllt dann dieses übergebene Array oder die Variable, die an der Stelle liegt, mit allen Einheiten aus dieser Arrayliste. Also so können Sie ganz, ganz schnell aus einer Arrayliste ein Array machen. Und warum ich das mache, hat viele Gründe. Einer der Gründe ist, weil ich mit diesem Array aus Units dann zum Beispiel diesen Spinner hier später im UI besser belegen kann. Also das ist einer der Gründe, warum ich diese Methode brauche. Ein anderer Grund ist, und da kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt, den wir brauchen, damit das Ganze funktioniert. Ich möchte nämlich noch eine zweite Funktion schreiben, auch wieder eine Static-Funktion. Die gibt mir ein Array zurück aus SI-Values. Und was soll die machen? Die soll mir für einen übergebenen Wert alle kompatiblen konvertierten Werte zurückgeben. Also das ist jetzt die Schlüsselfunktion für unsere ganze App. Wir sagen wieder, wir haben Original Unit, könnten wir es nennen, ja. Wir haben wieder als Eingabe in die Methode rein einen Wert und eine Einheit. Das ist das, was wir hier rauslesen können aus dem User Interface. Die Nutzer und Nutzerinnen haben 13,37, das ist unser Value, und Zentimeter, das ist unsere Unit. Dieses Match zwischen diesem Label und der konkreten Unit, das müssen wir noch selber machen. Aber das ist das, was die Leute eingegeben haben. Und was ich zurückbekommen möchte, ist ein Array, in dem für alle kompatiblen Einheiten, wenn wir bei Zentimeter sind, sind wir bei Länge. Das heißt, wir denken über Millimeter, Zentimeter, Meter, Kilometer nach. Für all diese kompatiblen Einheiten, die zur gleichen Kategorie gehören wie diese Originaleinheit, möchte ich die entsprechenden Werte haben. Und dann rufe ich immer, wenn sich hier oben was ändert, diese Methode auf, bekomme ein paar SI-Values zurück und kann die hier in dem Recycler-View anzeigen. Und wenn ich dann später noch die nautischen Meilen ergänze, dann ist das so mit den anderen Klassen verwoben, weil die dann auch in dem Enum drin stehen und weil es die entsprechende Wrapper-Klasse gibt, dass wir nur noch diesen Teilbereich hier anpassen müssen und alles andere automatisch funktioniert. Ich zeige Ihnen jetzt aber erstmal, bevor ich Ihnen das sage, wie diese Methode hier eigentlich funktioniert. Sonst glauben Sie mir vielleicht gar nicht, dass das funktioniert. Das Erste, was ich mache, ist, ich erstelle mir aus diesen beiden Parametern, Value und Original Unit, den entsprechenden Originalwert,
als SI-Wert. Dazu nehme ich mir die SI-Value-Methode. Und da habe ich ja diese Wrap-Value-Methode geschrieben, mit der ich aus der Kombination Value und Unit, in unserem Fall Original Unit, die richtige oder die entsprechende Klasse, eine Instanz der entsprechenden Klasse erzeugen kann. Also wenn ich hier zum Beispiel 13,37 und Zentimeter übergebe, bekomme ich von dieser Methode was zurück? Eine Instanz der Klasse Zentimeter, in der der Wert 13,37 gespeichert ist. Dann können wir auf Nummer sicher gehen und uns nochmal anschauen, ist da auch was Sinnvolles drin gespeichert? Und wenn das nicht der Fall ist, dann geben wir null zurück und dann nochmal soll sich jemand anders um diesen Fehler kümmern. Aber wenn wir da jetzt einen richtigen SI-Value gefunden haben, dann rechnen wir den um in sein Base-Value. Also wir gehen, egal was wir bekommen, sei es jetzt Zentimeter, Millimeter, Kilometer oder so weiter, wir nehmen diesen Wert und wir rechnen den in seinen Base-Value um. Und wenn wir den haben, dann schauen wir uns an, in welche Einheiten müssen wir den umberechnen. Wir erzeugen uns einen Array, in dem alle Zieleinheiten für diesen Wert drinstehen. Und das machen wir mit der Funktion, die wir gerade geschrieben haben, mit der getUnitsForQuantity und sagen in der OriginalUnit, die Quantity soll als Parameter übergeben werden. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel sowas drinsteht wie Länge, sammeln wir hier in diesem Array, in diesem Unit Array, all die Einheiten, die was mit Länge zu tun haben. Was haben wir dann? Wir haben den Originalwert, der hier übergeben worden ist und durch die beiden Parameter spezifiziert wird als SI-Value. Wir haben den gleichen Wert schon mal in seiner Basiseinheit. Und wir haben alle Einheiten, in die wir umrechnen müssen. Und jetzt ist es relativ easy. Wir erstellen uns eine Array-List, in der wir SI-Value speichern können. Das sind dann die Target-Values, also die Werte, die rausgegeben werden sollen. Das ist einfach eine neue leere Liste. Und dann iterieren wir über alle Units drüber, die wir oder die offensichtlich für diese Umrechnung relevant sind. Wir nehmen unsere Array-Liste oder machen wir es in zwei Schritten. Wir erstellen uns einen neuen SI-Value. Was für ein SI-Value? Wir nehmen die Wrap-Base-Value-Methode. Was macht die? Die nimmt eine Basis, einen Wert in der Basiseinheit. Das ist in unserem Fall den Base-Value. Und rechnet den um in einen Wert einer beliebigen anderen kompatiblen Einheit. Und das ist in unserem Fall das, was gerade in Unit drin steht. Also wir kriegen einen Wert übergeben, irgendwas, irgendeinen Längenwert. Wir rechnen den immer, auch wenn es ein Zentimeter, wenn es ein Zeitwert oder ein Massewert ist. Diese Methode funktioniert für alle gleich. Wir rechnen den immer in den jeweiligen Base Value um. Also wenn wir hier 12 Zentimeter übergeben bekommen, an die Methode steht hier dann später drin 0,012 Meter. Wenn wir da 1 Gramm übergeben bekommen, steht hier am Ende drin 0,001 Kilogramm. Müsste ungefähr stimmen, oder? Ja, müsste stimmen. Das heißt, egal was wir hier reinfüttern, wir bekommen immer die passende Base Value. Also wir bekommen den gleichen Wert in der passenden SI-Basiseinheit zurück. Und dann schauen wir uns an, in welche anderen Einheiten müssen wir umrechnen, also welche anderen Einheiten gibt es in dieser Kategorie. Das machen wir mit dieser Collect Unit for Quantity-Methode. Units ist fast ein besserer Name, weil das ja Plural ist. Und wenn wir dann alle Einheiten haben und die Basiseinheit, müssen wir nur noch über alle Einheiten drüber iterieren. Und jedes Mal sagen, mach mir bitte aus diesem Wert hier, was ist das jetzt? Doppelte Namen. Mach mir bitte aus der Basiseinheit oder dem Wert als Basiseinheit und dieser neuen Einheit, für die
die ein Teil von den Einheiten ist, die für mich wichtig sind, einen neuen SI-Value und danach packst du den bitte schön in die Array-Liste, die wir vorbereitet haben. Target Values müsste es heißen. Target Values. Und wenn wir damit einmal durch sind, dann geben wir das Ganze wieder zurück als Array mit dem gleichen Prinzip, das wir auch hier haben. Und damit ist unsere Konvertierung ein für alle Mal abgeschlossen. Sie haben jetzt, wenn Sie weitere SI-Values hinzufügen möchten, und ich habe hier ganz bewusst auch welche ausgelassen, nur noch zwei Stellen, die Sie anpassen müssen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel zusätzlich zu Second and Hour auch noch vielleicht sowas wie die Minute ergänzen möchten, lassen Sie uns das mal machen. Da lassen Sie uns irgendwas nehmen, wo ich auch schnell die Umrechnungstabelle finde. Lassen Sie uns jetzt mal noch die Millisekunde ergänzen, Millisecond. Das ist auch wieder ein SI-Value. Und der bekommt einen Konstruktor, Millisecond, Double Value, Super Value Unit. Millisecond und To Base Value. Wie wird aus einer Millisekunde eine Sekunde? Return new second sys.value, also der Wert in Millisekunden durch 1000 ist der Wert in der Basiseinheit Sekunden. Und in die andere Richtung, from base value, return new millisecond. Ich nehme den Wert in Sekunden, multipliziere den mit 1000 und dann habe ich den Wert in Millisekunden. Das ist die eine Stelle, die ich ändern muss. Und die andere Stelle, die ich ändern muss, ist, sind diese beiden Switch Cases in meinem SI-Value, weil jetzt hier noch hinzukommt, Case Millisecond, Return New Millisecond Value, also einmal dieses Wrapping von dem Konstruktor. Und das gleiche auch nochmal hier, Case Millisecond, Return New Millisecond from Base Value Value. Das sind die einzigen beiden Stellen, die ich anpassen muss. Und diese Umrechnung von einem beliebigen Eingabewert in eine Liste aller kompatiblen Ausgabewerte, die bleibt immer gleich. Also diese Methoden hier bleiben immer gleich. Ich muss niemals irgendwas daran anpassen. Wir können das jetzt auch mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich gehe mal in die onCreate-Methode rein und dann sage ich, ich hätte gerne, was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne alle Eingabe, alle, bei Milliseconds ist ein Fehler. Schauen wir mal schnell rein. Erster Switch Case, Milliseconds, Fehler. Habe ich was falsch gemacht? Ich sehe es gerade nicht. Okay, also falls doch noch irgendwie ein Fehler auftaucht, gerne in den Chat reinschreiben, dann wissen es die anderen. Aber ich zeige Ihnen jetzt nochmal ganz kurz, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich nehme jetzt mal diese Collector-Funktion, die mir dieses Array zurückgibt und rufe die in der Main Activity mal auf. SI-Value Results ist gleich Collector-Punkt. Get converted values for. Und jetzt können wir uns ja mal was aussuchen. Ich hätte gerne 13,37. Entschuldigung, 13,37. Und ich füttere das in Zentimetern. Und jetzt möchte ich gerne mal mir anschauen, was dabei rauskommt. Und das mache ich, indem ich einmal über dieses Array drüber iteriere. Und der Einfachheit halber gebe ich das jetzt einfach mal auf der
Konsole aus, Value plus Leerzeichen vielleicht, Value.unit.label. Logd importieren wir noch schnell und dann führe ich das Ganze mal aus. Dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Wo haben wir einen Fehler drin? Schauen wir mal, ob wir das schnell fixen können. Bleiben Sie dran. Da haben wir irgendwo einen Fehler drin. Der erste Eintrag stimmt nicht ganz, aber schauen wir mal, ob wir das schnell fixen können. If value ungleich null. Ich glaube, ich habe irgendwo wahrscheinlich in den Tiefen des Codes einen kleinen Fehler drin. Aber schauen wir mal, ob wir es so hinbekommen. Stürzt zumindest nicht ab, das ist schon mal gut. Und wenn wir uns jetzt die Ausgabe nur vor den Konverter anschauen, ich glaube, ich hoffe mal, Sie können das sehen. Sehen Sie, dass das irgendwie funktioniert hat? Ich habe 13,37 eingegeben in Zentimetern und ich kriege in Metern und Kilometern das zurück. Was fehlt ist, okay, warum funktioniert das nicht? Das funktioniert deshalb nicht, weil ich die Millimeter hier nicht als Klasse abgebildet habe und wahrscheinlich die noch irgendwo in den Units auftauchen. Genau, also hier tauchen die Millimeter noch auf und wahrscheinlich habe ich die in den Wrapper-Klassen hier auch irgendwo aufgeschrieben oder auch nicht. Also das Problem ist, dass ich eine Unit definiert habe und vergessen habe, dafür die entsprechenden Basisklassen zu schreiben. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das Grundprinzip tatsächlich funktioniert. Ich habe, gehen es jetzt noch einmal durch und dann verabschiede ich Sie auch in den Feierabend. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir die Kategorien in unserer App abbilden für die Einheiten Time, Length und Mass. Wir haben uns überlegt, wie können wir dann Einheiten repräsentieren in diesem Enum-Unit, Millimeter, Zentimeter und so weiter. Eine Einheit ist immer eine Kombination aus Label und einer bestimmten Kategorie. Dann habe ich mir überlegt, wie kann ich einen konkreten Messwert abbilden. Das ist mein SI-Value. Für jeden Messwert habe ich immer die Möglichkeit, den in seine Basiseinheit, Meter ist die Basiseinheit für Länge, umzurechnen oder aus einem Wert in der Basiseinheit dann den entsprechenden Wert der anderen Einheit umzurechnen. Dann habe ich mir für alle Einheiten in meiner Anwendung eine Klasse geschrieben, die SI-Value oder von SI-Value erbt und in der ist dann die eigentliche Umrechnung implementiert, also immer in den Basiswert umgerechnet oder aus dem Basiswert zurückgerechnet. Und dann habe ich mir diese Collector-Klasse geschrieben, die die eigentliche Umrechnung mit dieser Methode hier übernimmt. Die kriegt einen Wert übergeben, einen Messwert und eine Einheit, schaut sich an, was die anderen Werte oder anderen Einheiten sind, in die dieser Wert sinnvollerweise umgerechnet werden kann. Also welche anderen Einheiten gibt es für diese Kategorie? Und dann geht die Methode einmal diese ganzen Einheiten durch und nutzt diese beiden Methoden oder nutzt einmal die To-Base-Value-Methode und dann ganz oft diese Wrap-Base-Value-Methode, um aus dieser Basiseinheit, in die man immer jeden Wert umrechnen kann, die entsprechenden anderen Einheiten auszurechnen. Das kriege ich dann zurück. Wir haben es jetzt auf der Konsole ausgegeben. Man könnte es aber ohne Probleme dann auch im User-Interface anzeigen. Und jetzt haben wir schon viel, viel zu viel überzogen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich weiß nicht, ob die Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, noch mal kurz Rückmeldung geben können, ob es das Ganze ein bisschen vereinfacht hat oder ob es jetzt noch komplizierter geworden ist. Schreiben Sie mal Ja, Nein rein, ob das jetzt Sie für die Lösung Ihrer Aufgabe ein bisschen unterstützt hat oder ob es noch mehr Verwirrung gestiftet hat. Und während Sie das machen, sage ich schon mal auf Wiedersehen. Ich persönlich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen was geholfen hat. Ich hoffe auch, dass wenn Sie sich das nochmal in Ruhe anschauen, Sie vielleicht sehen, dass der Lohn dieser ganzen Mühe dann tatsächlich ist, dass man das schön erweitern kann. Also, dass wir nur noch dann diese Einheiten und die Kategorien erweitern müssen und das eigentliche Konvertieren davon nicht mehr betroffen ist, weil diese beiden Methoden in dem Kollektor, die müssen wir nicht mehr anpassen. Wir machen uns immer zunutze, dass es diese Umrechnung in diese SI-Basiseinheit gibt und die immer möglich ist. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, sehen wir uns dann nächsten Montag wieder mit einem weiteren Thema. Und nochmal, auch wenn es jetzt ja thematisch eh schon ständig im Hinterkopf war oder auch im Vorderkopf, denken Sie dran, dass Sie jetzt noch eine Woche Zeit haben, da einen eigenen Lösungsvorschlag für das, was wir heute besprochen haben, zu entwickeln und dann einzureichen. Also, haben Sie noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.